Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute soll es mal um die Treffpunktverlagerung beim Schalldämpfer gehen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Wenn man bei der Langwaffe zwischen Schalldämpfer wechselt und zwischen Mündungsbremse, die ich ja sonst habe, dann kann es sein, dass es im Ziel eine Abweichung gibt. Das ist also auch ziemlich realistisch. Es gibt ganz selten Langwaffen, bei denen das nicht so ist, aber ich habe schon festgestellt, bei meiner ist das so. Und jetzt will ich mal gucken, wie groß ist denn die Abweichung zwischen meinem normalen Lauf mit Mündungsbremse und wenn ich den Schalldämpfer oben drüber baue, also über die Mündungsbremse, das geht hier ganz einfach. Und mal gucken, wie weit der dann höher oder weiter links, rechts, unten schießt. Das will ich heute mal klären. Ich habe dazu eine Entfernung von 300 Metern gewählt hier und werde natürlich gleichzeitig auch noch die Geschwindigkeit messen, um zu sehen, ob es Geschwindigkeitsabweichungen gibt zwischen dem Einsatz mit Schalldämpfer und ohne Schalldämpfer. Dann würde man ja davon ausgehen, dass eine andere Treffpunktlage da ist. Aber falls die Geschwindigkeit gleich ist, dann kann es natürlich trotzdem eine geben. So, ich nehme halskalibrierte Munition hier. Es ist ein bisschen Mirage leider. Und das ist leider auch ein bisschen Wind. So, ich werde ihn mal abnehmen. So, das waren 3 Schuss. Ohne Schalldämpfer. Ja, sind ungefähr eine Höhe. 3 mit. Man sieht recht deutlich die Ablage, ja, und zwar nach rechts, der Schalldämpfer geht also nach links und ohne Schalldämpfer geht es ein bisschen nach rechts, also ist eindeutig zu sehen, und 6-7 cm in der Höhe. Jo, muss man wissen. Vielen Dank fürs Reinschauen, das war schon wieder heute zum Thema Schalldämpfer und falls das kleine Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.